dieses von der Nachrichtenagentur Associated Press verbreitete Foto vom Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos sorgt derzeit für hitzige Diskussionen. Es zeigt die jungen Klimaaktivistinnen Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Isabel Axelsson und Lucina Tille. Anstoß nehmen zahlreiche Internetnutzer aber an dem, was nicht auf dem Bild zu sehen ist. So wurde die Umweltschützerin Vanessa Nakate aus dem Foto herausgeschnitten. Die 23-jährige Uganderin reagierte bestürzt. Ich habe geweint, weil es so traurig war, nicht nur weil es rassistisch war, sondern auch wegen der Menschen aus Afrika. Es zeigte, wie wir wertgeschätzt werden. Das hat mir sehr weh getan. Es ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe, so Nakate gegenüber der US-Nachrichtenseite BuzzFeed. Unterstützung bekommt Nakate unter anderem auch von ihrer Mitstreiterin Greta Thunberg. Gemeinsam mit weiteren Aktivisten hatten die beiden in Davos gegen die in ihren Augen klimafeindliche Politik, insbesondere der USA, protestiert. Auch Thunberg reagiert bestürzt auf den Fotovorfall. Es tut mir so leid, dass sie dir das angetan haben. Du bist die Letzte, die das verdient. Wir sind alle so dankbar für das, was du tust, und wir alle senden dir Liebe und Unterstützung. Die gescholtene Agentur AP beteuert indes, die Uganderin nicht aus böser Absicht aus dem Bild geschnitten zu haben. Das ursprüngliche Foto sei laut Aussage des zuständigen Fotoredakteurs nur aus Gründen der Bildkomposition beschnitten worden, berichtet der Guardian. Zudem habe man kurz nach der ersten Veröffentlichung eine weitere Version des Fotos publiziert, dieses Mal mit Nakate.